Man. Wir sind in der Bar in Sausalito. Komm doch rüber. Verlass dich drauf. Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. So, wir sollen ein bisschen feiern gehen. Wir haben jetzt wieder drei neue Hauptmissionen. Hackerkrieg haben wir hier. Lenny zur Rede stellen. Lenny hat Forderungen. Schön für sie. Triff sie und finde heraus, was sie will. Auf diese Weise erfahren wir, wie wir mit ihr umgehen müssen. Das machen wir jetzt auch. Oh, die ist da direkt. Die ist schon direkt hier vorne. Das geht ja schnell. Findest du? Ups, sorry. Ach, hier muss ich sogar hin. Die Bar ist geil. Boah, die Bar ist ja mega geil. Angeblich stehen neue Mieter nur so Schlangen. Und das Gesetz ist auf ihrer Seite, Satz. Die Vermieterin aus der Hölle. Sie wird das auch durchziehen. Sie würde die wollen. Und ja, das kann ich nicht riskieren, stimmt's? Also durchwühle ich ihre Posten. Yay! Echt krass. Sieht gut aus. Bist du bereit für den Chip? Moment. Ich genieße noch. Ah, schau dir den Loser an. Und? Wie viele Schoßhündchen versuchen gerade alles, um meine aufbruchssichere Sperre aufzubrechen? Ehre, wem Ehre gebührt. Also, soll ich ganz freundlich fragen? Du könntest mir den Schlüssel auch einfach geben und ich bin weg. Was? Das ist Ransomware, Motherfucker. Was willst du dann dafür? Ah, ihr sollt einfach nur eins von euren albernen Videos machen. Wow, ich wusste gar nicht, dass du ein Follower bist. Ah, ihr wollt doch nur, dass der Pöbel euch anhimmelt. Nicht mit mir, verdammt. Fuck! Ich will eine öffentliche Übertragung. Dass DedSec nicht mal 2 Sekunden, geschweige denn ganze 15 Minuten Zeit in der Öffentlichkeit verdient. Hört es auf. Mit ein paar Tränen. Ist das alles? Klar. Erstmal. Wenn ihr das nicht macht, fange ich an, Namen zu nennen. Genau. Namen. Identitäten. Ein richtiges Who is Who, Bitch. Mann, sieht aus, als hätten wir nicht wirklich eine Wahl. Mach dein Ding. Mach's gut. Also dann, hau doch jetzt erstmal ab und mach das Video für mich. Wow. Lady. Dann sagt, es war ein manipulierter Geld. Und? Was will sie? Dass wir ein Video posten, in dem wir uns dissen. Das kommt gar nicht in Frage. Die sollen ihre Nachricht bekommen, aber wir reiten sie richtig in die Scheiße. Also, Primate lädt für Ragnarok Malware in Bankautomaten. Geldautomaten, Leute. Das läuft über ihren Lieblingstreffpunkt, Rhonda Steiner. Ich schick Ghoulie, der soll sich das mal ansehen. Triff dich mit ihm, wenn du dort bist. Nächstes Mal, wenn ich nicht so nett. Jetzt habe ich die anderen Schönheiten zeigen, was wir haben. Baby, wie siehst du vor? Das ist sehr geil. Was immer das soll, ich mache es. Du bist eigentlich. Findest du mich hart? Blöder Depp. Hat in der zweiten Liga Eishockey gespielt. Hm. Da hinten liegt es.
So. Hey Mann, komm mir nicht auf die Tour. Wir müssen wohin? Wohin, 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 wohin? Hier hinten, ui. Das ist aber... das ist gut, dann kann ich nämlich gleich direkt wieder das ganze Zeug verballern, was ich mir angeschafft hatte. Da ist gerade eine Taube durch die Scheibe geflogen. Hey, hallo. So, dann habe ich das Audi weg. Jetzt hätte ich ganz gerne sowas wie ein Motorrad. Okay. Na gut, ich nehme auch hier. Ich nehme auch sowas. Ich bin ja nicht wählerisch. Boah, das war ein Bullenwagen. Hätte bestimmt Ärger gegeben, wenn ich den angefahren hätte. Ja, hier... normal. Ja, ich versuche es. Ich muss ja hier irgendwie parken. Nein! Verdammt! Achtung! Oh, steht. Oh mein Gott, bist du geil. Oh mein Gott, dieses Baby ist so geil. Oh. Oh mein Gott. Sorry, das muss einmal sein. Oh, dieser Sound, ne? Oh. Was willst du? Fühlt sich das gut an, anderen Leuten auf die Nerven zu gehen, ha? Tja. Yo, Gulli. Was geht, Retro? Die Ragnar-Jungs haben Primate für Automaten-Hacks angeheuert, hm? Die Suns setzen schon lange Kreditkarten-Skimmer ein. Kommt nur wenig bei rum. Aber das Primate Malware in Geldautomaten lädt, hat ihren Cashflow verdreifacht. Das wette ich. Der Code skimmt die Daten und schickt Primate eine Kopie. Weder der Benutzer noch die Bank kriegen das irgendwie mit. Ah, aber wir? Ja, wir schon. Ihren Code zu manipulieren wird leicht. Stell dir vor, wie angepisst die Sons of Ragnarok von Lenny und Prime 8 sind, wenn der Operation irgendwas zustößt. So soll's sein. Das wird ziemlich gefährlich. Halt dich besser zurück, Uli. Okay, Mann. Viel Glück. Versauen wir ihnen die Operation. Es ist... Müssen wir da jetzt echt rein? Ich würde nur ungern in so einem Biker-Ding rein. Aber... Naja, wenn's denn lohnt... Okay, Bankautomaten sind hier. Zerstör die Automaten, wie du willst. Wachhunde, Rottweiler. Was?
Scheiße! Na, weiter hacken. Ich kann den nicht hacken. Ausschwärmen! Finde den Wichser! Okay. Such den! Los! Die sind jetzt alle da hinten, ne? Fuck, ey. So, jetzt geht das Tor auf jeden Fall nicht mehr zu. Denke ich zumindest. Ich mache das jetzt ganz einfach. Also das heißt einfach ist das hier sicher gerade nicht. Ach mein Gott, was soll ich denn da machen? So, jetzt rennt. Er darf nicht entwischen. Ausschwärmen. Bitte alle nach da rüber. Oh Gott, der Hund. Nein, mach das Tor wieder zu. Blasen wir es ab. Wir verschwenden nur Zeit. Ich weiß nicht warum, aber ich mach das jetzt einfach mal. Eben schnell. Vielleicht hilft's mir, vielleicht auch nicht. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Sehr schön.
Okay, das war klasse. Wieso, Achso. So muss ich das machen. So, einer ist weg. Ich will dem Hund nicht begegnen. Vielleicht komme ich an dem vorbei. Seht euch um! Scheiße. Dann können ja nicht mehr viele sein. Hund! Oh nein, ich... Es tut mir leid. Ich bin gerade gestolpert, ey. Scheiße, ich... Oh mein Gott. Ich muss mich beeilen. Alarm aktiviert. Position gesendet. Wochenende 10-13. Notruf. Was ist passiert? Meint ihr, sie haben es kapiert? Als würden eine Zentrillion mit Zero Days verarschte Leute vor Dankbarkeit... Würden eine Zentrillion mit Zero Days verarschte Leute vor Dankbarkeit aufjubeln. Lenny wird Schwierigkeiten haben, das den Suns zu erklären. Scheiße, die Bullen. Scheiße. Ich schwimm. Das ist die beste Möglichkeit, jetzt abzuhauen. Oh Mann, ich bin extra dran vorbeigegangen, um den Hunden nicht zu... Um den Hunden nicht wehtun zu müssen. Kann mich nicht irgendeiner per Anhalter mitnehmen. Tatsächlich Wasserpolizei. Lenny, du solltest dich mal im Callcenter bewerben. Also, wir machen dieses Videoding nicht. Weißt du was? Macht, was ihr wollt. Ist mir total egal. Geb ich einen Scheiß drauf. Ich weiß, dass euer Server noch gesperrt ist. Lenny hat recht.
Kiki ist noch gesperrt, Marcus. Völlig egal. Schluss mit Spielchen. Wir gehen in ihr HQ und holen uns den Dechiffrierschlüssel. Nach unseren Infos hat Prime 8 einen Bunker. Bunker? Aber wir wissen nicht wo. Lenny hat ein implantiertes RFID. Können wir den Bunker damit finden? Ja, das ist möglich. Super. Zeit, Lenny zu besuchen. Keine halben Sachen mehr. Wrench, du bist mein Backup. Ja, mach ich. Okay, wir müssen sie jetzt hier, ja, stimmt, die hat diese Implantate in den Armen. Oh Gott. Sachen müssen hier, Sachen passieren hier immer, ey. Meine Güte, nee. Findest du mich heiß? Na, es geht. Es geht. Sicher, dass du damit weitermachen willst? Ich hasse euch, Fixer. Und weißt du warum? Die Propagandavideos, die Graffitis, der ganze Anti-Irgendwas-Gutmenschen-Bullshit. Ihr Arschlöcher nehmt euch verdammt nochmal viel zu ernst. Oh, du greifst uns an, aber du kapierst es nicht. Wir stecken da gemeinsam drin. Wir können das... Hey! Was für einen dämlichen Noob glaubst du vor dir zu haben? Und wie komplett bescheuert musst du sein, dich erwischen zu lassen. Ich dachte, es wäre ein Versuch wert. Okay. Fuck. Mal sehen, wie weit ihr mit toten Servern kommt. Loser. Wir haben's. Oh, Lady. Wir haben einen Ping vom Primate-Bunker. Und Lenny ahnt von nichts. Kann sein. Na los, ihr traut ihr viel zu viel zu. Das ist aber ziemlich weit weg. Das ist wieder auf der anderen Seite. Ui. Ja, zu dem... Oh. Schnellreise nicht verfügbar. Okay. Dann muss ich jetzt irgendwas suchen, mit dem ich fahren kann. Ich hätte gerne ein Motorrad. Dann bin ich schneller. Ich bin zu viel für dich. Oh yeah! Dann halt kein Motorrad. Warum kann ich die Schnellreise bis dahin nicht nutzen? Verstehe ich gar nicht. Hui. Wrench, wichtige Frage. Aliens versus Predator. Die Frage ergibt keinen Sinn. Ich meine, Aliens nutzen Predator nur als externe Wirtskörper, um ihre Spezies zu erhalten. Und die Predator, die kommen von einer Welt, auf der man jagt oder stirbt. Sie brauchen Xenomorphe, um zu Elitekrieger zu werden. Es ist ein scheiß Ökosystem, das keinen wahren Gewinner hat. Okay, ignorieren wir mal die Wissenschaft. Rein hypothetisch, 1 gegen 1. Wer gewinnt? Meinst du bei Ridley Scott oder Cameron? Mir gefällt das Sequel besser. Nehmen wir das. Marcus, kühne Behauptung. Darüber müssen wir später nochmal reden. Aber gegen ein Cameron-Alien. Die sind aggressiver, also gewinnt der Predator ganz leicht. Technologisch gesehen ist er weit überlegen, also kann er sich verteidigen, wenn der Xeno ihn angreift. Doch das ist wie die Frage, wer gewinnt, ein Mensch oder ein Zombie? Aliens jagen in Rudel. Okay, okay. Wie viele Aliens wären ein fairer Kampf gegen einen Predator? 3. Ein Predator-Speermeister kann mit einem Yautja-Kombi-Stick 2 in Schach halten, aber ein dritter Xeno kommt bestimmt näher heran. Selbst wenn er ihn tötet, die Blutspritzer werden ihn völlig verätzen. Schwer zu sagen, man müsste die Statistiken in einen Wahrscheinlichkeitsalgorithmus packen. Gegen Judge Dredd haben beide gekämpft.
was ziemlich abgefahren ist. Aliens gegen Batman. Der Predator auch. Vergiss bloß nicht Superman und Batman gegen Aliens und Predator. Er hat gewonnen. Ich weiß nicht mehr. Egal. Weißt du was? Ich gebe dem Predator den Gesamtsieg. Ja? Klär mich auf. Der Predator hat Archie erledigt. Shit, du hast recht. Archie ist so ziemlich die Spitze der Nahrungskette. Glaubst du, Predator ist mehr so der Betty- oder der Veronica-Typ? Weder noch. Ich würde sagen Sabrina. Das ist ein gutes Argument. Ist gekauft. Predator ist an der Spitze. Was ist der Plan? Reingehen, Schlüssel holen, Kiki befreien. Können wir den Bunker haben? Können wir? Du musst diesmal beim Aufräumen helfen. Ach, immer lässt sie mich aufräumen. Fangen wir mit Reinkommen an. Aber die Gesprächsthemen sind diesmal richtig geil. Vor allen Dingen auch so über geile Filme diskutieren die. Das gefällt mir so. Alien vs. Predator. Oh. Okay, Leute, was ist der Plan? Tja, Lenny hat die Tür extrem sicher verschlossen. Und Plan B? Ich hab da was. Ein alter Entlüftungsschacht. Wahrscheinlich zugewachsen, also... Den finde ich. Ja, den ist nicht weit. Komme ich denn da auch irgendwie hoch? Na, ich kann Steine hochklettern. Aber ich kann nicht springen, das ist schon mal kacke. Okay, das ist auch kacke. Oh. Ach, mein Gott, ich muss da komplett... Oh, kacke. Okay. Mist, jemand hat einen von uns erwischt. Genau. Was hast du für ein Problem, Penner? Findet ihn. Augen auf. Sofort. Findet den Scheißkerl. Scheiße, jetzt kommen sie tatsächlich alle. Was ist denn mit dir? Was zum Teufel? Such weiter. Was, spielen wir jetzt Verstecken? Komm her, Bitch. Scheiße. Oh, super. Das war so nicht geplant. Schnell rein da. Bevor noch mehr kommen. Kacke. Entschuldigung, ich muss mir irgendwas zu trinken einschütten. So, alles geklärt. Ich bin drin. Stinkt nach Bier und Schweißfüßen. Such nur schnell den Dechiffrierschlüssel. Los!
Schaden angerichtet haben? Die Pisswichse haben den ganzen Fackelladen verwüstet. Einrichtung gefickt. Einrichtung gefickt. Alles, was du dir vorstellen kannst, gefickt. Aber mit Lenny nehmen die es nicht auf. Das ist auch besser, weil sie sonst eins auf die Fuck-Nase kriegen würden. Finger weg von meinem Shit. Oh, hey, Lenny. Ich bin in deinem Haus. Zerlege deinen Shit. Sie hat ihr alles vermint. Was? Was sehen wir da? Zwei, nein, drei. Sieht aus wie... Shit! Vielleicht vier. Offenbar nicht verbunden. Die Reihenfolge ist dann wohl egal. Wie viele Klonen? Such einen anderen Weg raus. Leute, Leute! Ich muss mich konzentrieren. Ich wollte gerade sagen, bitte lasst mich einfach mal. Ach, Mann. Was soll das denn? Blöde Kuh. War das nicht richtig? Ach Mann! Hat die hier noch irgendwie Zugriff oder so? Ah. So, den habe ich. Nach unten, nach unten, nach unten. So, der ist auch frei. So, jetzt der nächste da oben wieder. Der auch. So, jetzt noch der hier. 10 minus 2 Minuten, Loser! Ich bin ein bisschen in Hektik. Ich hab's. Oh Mann, du beschissenes, schleimiges Donut-Arschloch! Seht euch das an. Ich glaube, ich habe die Bomben entschärft. Es ist noch nicht vorbei. Doch, ist es. Hey, Marcus. Trautes Heim Hackerspace. Endlich sind wir diesen Primate-Gestank los. Seid ihr fertig? Yep. Wrench hat mit Bombenentferner rumgesprüht und dann swoosh. Überzeug dich selbst.
Oh, das hier ist auch jetzt unser Hackerspace. Geil. Coole Sache. Okay, meine Lieben, aber ich muss jetzt erstmal Schluss machen und ich mache mal eben auf Spieloptionen, bevor da jetzt gleich was weitergeht. Und dann sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.